Antenne West TV, 90 Sekunden. Nachrichten aus der Region. Kompakt. Im Studio Amelie Fay. Polizeiermittlungen laufen auf Hochtouren. In Luxemburg ist es gestern erneut zu Steinwurfattacken gekommen. Erst hat ein Unbekannter einen Stein von einer Brücke auf der A3 auf ein fahrendes Auto geworfen. Kurze Zeit später ist es zu einem weiteren Vorfall auf der A13 gekommen. Hierdurch brach das Geschoss sogar die Windschutzscheibe des getroffenen Autos. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Charles Manderscheid von der Luxemburger Polizei zu den Taten. In diesem Fall kann man auf keinen Fall von einem Kavalierdelikt sprechen. Diese Straftaten können ausgelegt werden von Sachbeschädigung bis Totschlagsversuch. Die Maximalstrafe liegt in Luxemburg bei 15 Jahren Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hat erklärt, dass in diesem Fall es sich keinesfalls um ein Kavalierdelikt handelt, sondern die Täter müssen mit hohen Gefängnisstrafen rechnen. Erst am Montag war in Luxemburg eine Frau am Steuer verletzt worden, als ein faustgroßer Stein durch die Windschutzscheibe schlug und sie an der Schulter traf. FH-Studenten müssen zur Untersuchung. Der Tuberkulosefall an der Fachhochschule Trier sorgte im Moment in der Moselstadt für Aufsehen. Nachdem man einer Studentin aus Asien die ansteckende, offene Form der Tuberkulose diagnostiziert worden war, will das Trierer Gesundheitsamt nun hunderte Personen auf die Krankheit hin untersuchen. Näheres dazu von Harald Michels, Gesundheitsamt Trier-Saarburg. Wir haben bereits 20 Personen seit letztem Freitag untersucht und haben nächsten Mittwoch einen größeren Untersuchungstermin in den Räumen der Fachhochschule in Trier. Bei dieser Untersuchung wird ein tuberkuloser Hauttest gemacht, der dann nach ca. 3 Tagen abgelesen wird. Wenn sich hier ein positives Ergebnis zeigt, werden weitere Untersuchungen, Blutuntersuchungen und Röntgenuntersuchungen veranlasst. Bis jetzt müssen rund 850 Personen in die Umgebungsuntersuchung einbezogen werden. Die junge Frau aus dem Ausland war bereits im Dezember 2007 an der früher noch als Schwindsucht bekannten bakteriellen Infektion erkrankt. Gemeinde darf Windkraft auf Meckeler Höhe nicht einschränken. Meckel ist ein wichtiger Bereich für die Nutzung von Windenergie. Deshalb darf die Gemeinde keinerlei Einschränkungen für die Nutzungsfläche auf der Meckeler Höhe vornehmen. So hat das Oberverwaltungsgericht in Sachen Bebauungsplan jetzt entschieden. Die Gemeinde forderte Einschränkungen für Windkraft im Plan. Demnach hatte Meckel im Eifelkreis Bitburg-Prüm eine Sonderzone zur Errichtung von 6 Windkraftanlagen bestimmt. Grundsätzlich sei aber die Aufstellung von weiteren Windrädern ausgeschlossen. Da das aber den Raumordnungsplan für die Region verletzt, haben sich die Richter auf die Seite der Windkraft- und Grundstücksbetreiber gestellt. Die Gemeinde darf hinsichtlich der Flächennutzung keine Einschränkungen einfordern. Startschuss für Öko 2008. Am kommenden Wochenende können sich Bauherren auf rund 2500 Quadratmetern im Trierer Messepark über verschiedene Arten der Energieeinsparung informieren. Außerdem gibt es für die Besucher bei der Öko 2008 in diesem Jahr zum ersten Mal eine kostenlose Energieerstberatung. Mehr als 130 Aussteller präsentieren innovative und alternative Baumaßnahmen und Energien. Die Öko 2008 startet morgen und geht bis Sonntag. Jeweils von 10 bis 18 Uhr können sich Verbraucher im Messepark mit Informationen über Solaranlagen, Blockheizkraftwerke, Photovoltaik oder aber einfach Stromsparmöglichkeiten eindecken. Dreister Dönerdiebstahl in Trier. Ein bislang unbekannter Täter hat gestern am späten Abend einen 15 Kilo schweren Dönerspieß gestohlen. Der Dieb nutzte die Unaufmerksamkeit eines Fleischlieferanten, der gerade einen Imbiss in der Trierer Judengasse mit neuer Ware versorgte. Der Bestohlene hatte vergessen, die Tür seines Lieferwagens zu verschließen. Als er zurückkehrte, fehlte ein 50 cm langer Spieß. Die Polizei Trier ist nun auf der Suche nach Dieb und Döner. Antenne West TV, 90 Sekunden. Das Wichtigste aus Eifel, Saar, Hunsrück, Mosel und Luxemburg.